Enduro und Motocross sind ihre Leidenschaft. Schlammschlachten, Steilhänge und Sprünge ihre Herausforderung. Die Rede ist von Acino Racing. So nennt sich das neue Rennteam aus dem Katschtal, dessen Hauptsponsor und Namensgeber das AcinoTrader.com Unternehmen mit Firmensitz in Wien ist. Ich bin mit meiner Firma, mit AcinoTrader.com in Wien angesiedelt. Bin aber tief verwurzelt mit der Heimat noch und vor einiger Zeit habe ich mir mehr oder weniger diese Burschen, den Wulli, den Flo und den Benny mal angeschaut bei einem Rennen und habe festgestellt, dass das eigentlich Riesentalente sind. Wenn man das vergleicht, den Sport, zum Beispiel nimmt man jetzt Fußball her und Motorsport, dann ist Motorsport natürlich eine relativ teure Sache, die finanziert werden muss. Und aus dem Grund habe ich mehr oder weniger gedacht, dass es hier die Richtung Jugend- und Sportförderung und Nachwuchsförderung eigentlich als Sponsor relativ gut tätig sein kann. Die diesjährige Austrian Enduro Trophy in St. Peter am Kammersberg war das erste offizielle Rennen von Acino Racing seit der Vereinsgründung im Frühjahr 2017. Es freut uns natürlich, dass wir das neue Team Acino Racing hier in St. Peter am Kammersberg haben, denn heimische Fahrer ziehen natürlich das Publikum mit an und das ist eine tolle Sache. Mit im Acino Racing Team sind die Brüder Florian und Benedikt Leitner aus Althofen sowie Markus Wohleser aus Mitterdorf bei St. Peter am Kammersberg. Die beiden Söhne von Teamchef Alfred Leitner, der 14-jährige Benny als auch der 18-jährige Florian, fahren seit ihrer frühesten Kindheit mit Motorbikes. Also mein Papa ist früher schon gefahren, dann hat mein größerer Bruder hat dann angefangen und dann ich auch. Und dann sind wir halt einfach, da haben wir mal beim Grund gefahren und dann sind die Trainingsstrecken immer gefahren. Dann haben wir halt gesehen, dass es sehr viel Spaß macht. Dann sind wir die ersten Rennen gefahren, das Motocross. Und seit 3-4 Jahren ungefähr fahren wir jetzt in Enduro-Sport fast ganz Österreich bei den Rennen mit. Am ersten Tag starteten Benny und Florian in der Klasse E2. Die Renndauer betrug jeweils 2 Stunden auf einer extrem herausfordernden Strecke mit Steilhängen, Waldpassagen und Sprüngen, wie man sie im Enduro-Sport nicht oft findet. Heute haben wir als erstes Rennen gestartet, eben mit unserem eigenen Team. Und ja, leider haben wir ein bisschen Pech gehabt. Der große Bub ist der Florian, hat einen Sturz gehabt beim ersten Lauf und hat sich die Mittelfingerknochen gebrochen. Nicht? Dann haben wir mittlerweile, waren wir schon auf der Stütze und haben einen Gips haben. Der zweite ist gut gewesen unterwegs, aber hat, keine Ahnung, sie übernommen ein bisschen und hat leider die Kraft verloren. Und jetzt sind wir halt erst trotzdem 30. glaube ich, waren vor 98 gestartet und das ist schon ein super Ergebnis heute. Ja, mir ist ganz gut gegangen. Der Start hat super gepasst. Zwischendurch bin ich ein paar Mal halt hergefallen, aber das war mir eigentlich wurscht. Zwischendurch habe ich halt heute Hände gekriegt, auch, aber es ist Gott sei Dank weggegangen. Strecken ganz allem. Ja, und halt ist ganz gut gewesen. Die Wurzelpassage war nicht so wild, wie ich es mir gedacht habe. Und es war halt alles sehr gut fahrbar. Die Konkurrenz, die ist massiv. Wie ist es gegangen mit deinen Mitstreitern? Ja, ich muss sagen, es waren sehr viele in meiner Gruppe. Ich habe mich da schon ein bisschen unterschätzt. Ich habe mir gedacht, das sind nicht so viele. Deswegen habe ich mich in einer anderen Klasse angemeldet. Aber immer, wenn ich alles zügig durchfahre, dass ich nicht hinten dabei bin, sondern eher in der vorderen Hälfte. Mehr Glück hatte Markus Wohlesser, der mit seinem E2-Motorrad in der stärksten Klasse E3 angetreten war und den ausgezeichneten 22. Platz erzielte. Und noch besser lief es beim sonntägigen Mannschaftsbewerb. Mit der Renndauer von 3 Stunden erreichten Benny und Markus den hervorragenden 13. Platz. Mit diesen Nachwuchshoffnungen und Profifahrern ist das Acino Racing Team jedenfalls gut aufgestellt und die zahlreichen Sponsoren werden nicht enttäuscht werden. Das Sportliche überlassen wir natürlich den Spezialisten, dem Teamleiter bzw. dem ganzen Betreuerteam. Wir werden uns hauptsächlich in Richtung Management, Sponsor-Management einbringen und wir haben da eigentlich schon relativ gute Firmen hier an Bord gezogen, wie zum Beispiel JFD Brokers oder FX Flat Cap Trader, welche diese internationalen Firmen sind und die eigentlich schon hier mitmischen zu einem sehr frühen Stadium des Teams. Und natürlich möchte ich auch hier erwähnen unsere Bronzesponsoren wie SH Systembau, Gasthaus Würschel, Landmaschinen Ressler,
und Transporte ESA, die hier auch mitwirken und uns dieses Team hier mitsponsern und dazu beitragen, hier wirklich dieses Team auch die nächsten drei Jahre hier auch zu unterstützen. Ich sage einfach, fahren wir so, dass nichts passiert, passen wir schon auf und das, was rauskommt, kommt raus. Unser Ziel ist natürlich, Ferien zu kommen, nicht, aber schauen wir mal. Was wünscht ihr euch, wo wollt ihr euch in ein paar Jahren sehen? Was wäre so die Wunschvorstellung von eurem Team? Ja, da haben wir auch schon ein klares Ziel eigentlich. Unser Wunsch ist, da Richtung Erzberg. Erzberg starten, das ist einmal das Ziel. Und das streben wir und da werden wir schauen. Dann toi, 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 danke. Danke, ja, danke. Agino Racing Team setzt auf Erfolg und wird heuer noch bei ihren rund 15 Rennen ihr Können unter Beweis stellen.